Hey, meine Freunde, was geht ab bei euch? Xavier hier am Start mit einem neuen Summoners War Video und willkommen zu unserer nächsten Weltarena-Serienfolge. Wow, es ist ja Ewigkeiten her, seitdem wir die letzte Folge aufgenommen haben. Ich weiß auch nicht, ich hatte irgendwie keinerlei Interesse oder Verlangen, in der Weltarena zu spielen. Ich bin auch immer beim gleichen Rang, habe gar nicht mehr gefarmt oder die Punkte ausgegeben oder sonst was. Und wir haben noch immer nicht mein Ziel erreicht, diese Flügel zu kaufen. Also ich habe genug Punkte, aber Wächter müssen wir dafür werden. Blöd. Naja, egal. Zum Schluss gibt es hier eine Frage des Tages. Wenn ihr eine Frage habt, einfach Hashtag FDT in die Kommentare schreiben. Und ansonsten, wenn ihr die Serie unterstützen wollt, würde mich sehr freuen, könnt ihr dem Video sehr gerne einen Liker geben, wollte ich schon sagen. Ein Like geben. So, ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich habe keine Erfahrung mehr, wie es jetzt in diesem Bereich hier aussehen würde. Ich hoffe, die Gegner sind ein bisschen schlechter geworden. Problem ist, Laika ist Post-Patch. Das heißt, ja, wir haben keinen Stun mehr. Ich habe jetzt in den letzten Videos ein bisschen rumgeheult. Das hat mich auch ehrlich gesagt traurig gemacht. Und ich finde es nach wie vor ein bisschen übertrieben mit dem ohne Stun, also dass die ja so entfernt haben. Ich finde es schade. Schade. Aber auf der anderen Seite kann uns Iris zum Beispiel nicht mehr so kaputt machen. Oder vielleicht auch Tablo. Die wurden ja auch beide genervt. Aber keine Ahnung, worauf wir treffen werden. Wir werden es jetzt gleich herausfinden. Bitte seid gütig. Ich sehe einen Licht... Dingsbums, einen Lichtgarni. Wir starten mit Wind Panda. Ich muss niesen. Ganz kurz, ich bin sofort wieder da. Oh, wartet. Ich muss doch nicht niesen. What the fuck? Niki. Alrighty. Normalerweise habe ich jetzt immer sowas wie Laika genommen. Ich gehe mal mit Tessarion und Garni rein. Mantura? Faye? Was? Hä? Okay. Ich bin ein bisschen überfordert. Ich denke, wir gehen rein mit Orion und Ciara. Ja, mal sehen. Wir könnten die Tiana bannen. Oder wir bannen die Faye. Kommt jetzt mit einem Lucian vielleicht. Oder wir bannen den Lucian. I don't know. Ich finde die Dark Shadow. What the fuck? What the fuck? Glaubt ihr, die Schlange und Niki können uns töten? Ernsthaft? Also Faye banne ich einfach mal. Ich habe keine Lust auf Ignore Defense. Normalerweise lasse ich sie immer durch, weil dann Lucian dabei ist, weil Lucian ist konstanter, aber... Hä? Ban Ciara, okay. Sollen wir Resistance Leader nehmen? Ja, nehmen wir Resistance Leader. The fuck? Noch nie sowas gesehen. Also, Wayne. Huh. Wayne Mantua, jetzt bin ich gespannt. Also er wird wahrscheinlich den ersten Turn bekommen. Und Mantua wird vielleicht stunnen, I don't know. Ja, er wird den ersten Turn bekommen, ja. Und dann Tiana strippt das jetzt. Dann ist der Speedbuff bei denen weg, aber unsere Wille-Runen sind weg. Das ist das Problem. Also das ist ein Attack-Bar-Buffer anstatt Bernard oder Galeone. Ein Stun, okay. Kann die stunnen? Ich glaube nicht, oder? Ne, die macht Attack-Buff und dann stunnt die? Kein Stun mehr. So viele Hits. Wow, doch, die hat gestunt. Holy shit. Nur noch Wind Panda lebt. Immerhin. Holy shit. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich setze es mal von Mantura zurück, weil ich glaube, die hat noch irgendwas Hässliches. Darauf möchte ich nicht, das möchte ich nicht sehen. So, Bounce, Bounce. Nochmal, sehr gut, Orion. Wie ich schon Laika sagen will, ich verzweifle. Ich glaube, ich mache erstmal das hier. Leider kein Proc. Mal sehen, was der Typ macht. Hoi! Hey! You bitch! Mal sehen, ob Wind Panda das alleine regeln kann. Ich könnte es mir vorstellen, wenn Wind Panda mal procken würde. Wir killen als erstes, glaube ich, Mantura. Kein Defense Break, what the fuck? Vielleicht sollten wir doch eher Niki töten oder so. No fucking way. Ich gehe mal dann auf sie. So, dann arbeite ich mal an ihr. Ja, die ist relativ schnell tot. Wind Panda, komm bitte. Wieso können wir einmal einen Proc kriegen, bitte? Das wäre sehr schön. Komm schon, Mantura macht keinen Shit. Die ist wahrscheinlich auf Qual oder so. You bitch, nicht mein Panda.
ist wenigstens amüsant. Aber ich wollte den ersten Kampf nicht verlieren. Gegen so ein Shit-Team. Der hat Ignore Defense, glaube ich, gerade gemacht. Ein Glanz, aber trotzdem. Nein, lasst meinen Panda leben. Mantura. Okay, gut. Nikki ist stark. Ich mag die. Also ich freue mich, dass sie ihren Buff bekommen hat. Die war lange Zeit sehr... Na, aber jetzt ist sie cool mit ihrem Attack-Buff. Das ist nice. Können wir bitte... Können wir einmal... Danke. So, sie ist jetzt tot. Zack. Und die müssen uns angreifen. Das ist das Ding. Ich hoffe, der macht jetzt nicht wieder dieses... Okay, nur zwei. Gut. Tiana kann die strippen. Max-Skill Tiana? Nein, keine Max-Skill Tiana. Okay. Dann arbeiten wir erstmal an ihm. So, er ist tot. Mantura, mach keinen Shit, die Bitch. Mach keinen Shit. Hilfe, Stun und Dot. No. No. Panda. Panda. Wind Panda. Ah, Mantura. Nein, 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 nein. Proc Panda. Proc, Proc. Ich baue den Heal. Proc, Proc, Proc. Nein, Tiana kann jetzt trippen, oder? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Mantura strippt. Mantura strippt. Wow. Wind of Change, okay. Aber wir müssten jetzt dran kommen. Ja, wir kommen jetzt dran. Mantura stirbt jetzt, hoffentlich. Mantura lebt noch. Aber Mantura wird jetzt sterben. Aber diese Tiana, wenn die Tiana mich komplett hier... Nein, 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 Tiana. Du darfst es nicht. 900, okay. Okay, wir bekommen den Heal. Komm schon, Panda. Du regelst das. Du regelst das. Die Tiana wird dich jetzt nicht töten. Yes! Panda! Panda for the win. Ha! Deswegen liebe ich meinen Wind Panda. Das war ein Tick zu knapp für meinen Wunsch, aber es ging gut. Yay! Yeah. Und er war bei 16.000. Holy shit! Okay. Weiter. Machen so zwei bis drei Kämpfe pro Folge, je nachdem wie lange die dauern. Das war jetzt ein langer Kampf. Wir haben Gott sei Dank gewonnen. Panda, du bist einfach so unglaublich cool, Mann, ey. Das ist so ein Scheiße. Okay. Wir werden direkt mit schlimmen Gegnern konfrontiert. Okay, ich nehme Garnet, Tessarion. Delphoi, also Immunity nimmt er. Chloe. Okay. Warum? Warum? Ich glaube, ich nehme Emma. Emma und. Emma und. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Wo ist mein Ciao? 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 Ha. Okay, ciao. So. Molly, okay, wir bannen den Molong. Ja. So, er bannt Garni, okay, perfekt. Ciao, mal sehen, was du drauf hast. Ciao ist noch immer auf seinem alten Runeset, also ist noch vor dem Removal Day. Für mich jetzt gerade persönlich. Hat noch Shit-Stats, kein Wille und so, aber es ist Ciao und ich mag Ciao. Ciao ist cool. Mal sehen, ob er so klappt. Ich glaube, ich benutze ihn zum ersten Mal in der Weltarena oder so. Ja, ja. Ja, ja. Ich frage mich, warum er Garni gebannt hat. Ich meine, Garni ist... Oh, okay, wartet. Strippen. Sehr gut, wir bekommen Attack-Leiste. Jetzt kommt Tessarion. Oh, no. Ciao ist zu slow, das ist das Problem, ne? Okay, Tessarion killt sowieso schon, also macht Oblivion sowieso keinen wirklichen Sinn. Ciao ist zu slow, das ist das Problem. Deswegen, wenn wir Oblivion gelandet... Es spielt jetzt sowieso keine Rolle. Aber normalerweise hätten wir Oblivion draufsetzen sollen und dann hätten wir killen können. Ich frage mich, warum sie nicht ihren Immunity-Shit macht. Ändert sowieso nichts. Ciao! You Pro! Okay, ciao! Ciao, fast gekillt. Aber wir haben es Gott sei Dank noch überlebt. Aber ich denke, wir werden hier gewinnen. Also, ich sehe hier momentan keine Probleme. Ich mache trotzdem den Defense Break, warum nicht? Resistance ohne Ende. Jetzt macht die das. Aber Chao hat schon wieder seinen coolen Dingsbums. Die Molly. Oh mein Gott, diese Molly. Diese Molly. Krank. Okay, Chao. Zeig mir, was du drauf hast. Nice. Fast.
Perna ist fast tot. Proct killt Tessarion, aber ist kein Problem. Hätte ich nicht mit Emma. Nein, okay, ich habe mit Emma schon geheilt. Ich habe gerade noch nicht geheilt. Aber okay. So, das ist keine Beta, das heißt, sie kann nicht reviven. Ich sehe hier ehrlich gesagt kein Problem. Wir arbeiten jetzt mal an Molly. Ciao ist so cool. Man, ciao, du bist so badass. Einfach so 2 Turn Cooldown beim zweiten Skill. So amazing. Jedes Mal, wenn diese passive Fähigkeit da zum Zug, also wenn das da gezeigt wird, denke ich, oh, er proggt, aber ist nur die passive. So, wir gehen mal lieber auf Nummer sicher, dass sie tot ist, aber das haben wir gewonnen. Eine Delpha und eine Chloe können niemals uns töten. Wenn doch, dann weiß ich auch nicht. Okay, er gibt auf. Nice! Okay, noch einen letzten Kampf für diese Folge und dann gibt es noch eine Frage des Tages, die sogar mit der Weltarena zu tun hat. Vielleicht treffen wir noch auf eine Iris. Damit hat die Frage nämlich zu tun. Mal sehen, aber ich bin mir nicht mehr so sicher, ob viele Leute noch Iris spielen. Nein! Warum Rotstern? Muss das sein? Muss das sein? Ryan Gemini. Ich weiß, gleich kommt sowas wie Okeanos oder sowas. Sollen wir bei Chao bleiben oder lieber Theomas? Chao hat keine Wille-Ruhen. Ich meine, spielt sowieso keine Rolle bei Gemini. Aber ich nehme trotzdem mal Chao. Ich weiß nicht, heute ist Chao Day. Ich werde wahrscheinlich Ciara bannen, weil Chao keinen Wille hat. Ich denke, die nächsten 2 Monster sind gefährlich. Ja, ist okay. Ist okay. Also, es ist okay. Scheiße. ja, das ist jetzt die Frage. Ich würde Laika nehmen. Aber Laika ist so shit geworden. Soll ich Ciara bannen? Ich banne Ciara. Er bannt gar nie. Okay. Never Resistance. Mal sehen, was unsere Monster so aushalten. Ich denke nicht wirklich viel. Chao wird von Ed sterben und Dingsbums, ich hab den Namen gerade vergessen. Die böse Dark Chimera wird meinen Wind Panda snipen. Mal sehen. Nein! Oh mein Gott, auch noch so ein Luck. So ein Luck. Und Panda kommt nicht vorher zum Zug. Aber wenigstens nur ein Defense Break. Nice. Seht ihr, jetzt hätten wir sie gestunt. Das wäre schon so cool gewesen. Tötet jetzt erstmal meinen Wind Panda. Holy shit. Armer Wind Panda. Sollen wir Ethna oder ich gucke erstmal, wie tanky der ist. Relativ tanky, okay. Dann arbeiten wir weiter an ihr oder zum ersten Mal an ihr. Und Chao, kommst du bitte zum Zug? Chao kommt nicht zum Zug, oder? Nein. Chao kommt nicht zum Zug. Chao ist zu slow. Chao wird sterben. Shit. Shit. Ah. Seht ihr, da hätten wir einen Stun gehabt. Das wäre so schön gewesen. Und ja. RIP. RIP. Wir haben keine Chance. Ah. Man. Okay. Non-Fight. Ich habe gesagt, es ist der letzte, aber wir machen noch einen. Ich will nicht mit einer Niederlage enden. Wenigstens mit einem Sieg oder so. Ja, was anderes gibt's nicht. Bitte ein einfacher Gegner. Danke. Also nicht, dass der direkt einfach ist, aber wenigstens kein Dingsbums. Kein Rotstern. Busa, okay. Ich denke, dann nehmen wir Emma und Chilling mit. Je nachdem, was er jetzt auspackt. Außer es ist jetzt ein Retash oder so. Oder ein Lagmaron. Dann dürfte es kein Problem mit den zwei geben. Okay. Dann nehme ich Tessarion und Emma mal mit. Okay. Und dann warten wir mal ab. Die können wir alle durchlassen bisher. Den können wir auch durchlassen. Ich frage mich ehrlich gesagt, was er sich bei dem Team denkt. Weil wir den letzten Pick wahrscheinlich bannen werden. Weil bisher sehe ich hier keine Bedrohung. Also klar, Feueraffe ist gut gegen Ciara und so. Aber, I don't know. Werden wir dann sehen. Triton ist auch sehr cool. Wooster ist sowieso eins der besten Monster. Bastet ist auch sehr cool. Wir bannen natürlich diesen Chao. Der wäre sonst ziemlich hässlich. Deswegen machen wir es mal so. Ich denke, das dürfte passen.
Außer der Triton stunt uns die ganze Zeit und bis Dead landet überall Defense Breaks und der Monka prockt und killt meine Ciara und so und meinen Panda und so. Okay, Ciara gibt's nicht mehr, aber wir haben noch Panda und wir haben Tessarion. Resistance Leader, ein Healer, zwei Stripper dürfte in Ordnung sein, denke ich. Hoffentlich. Als erstes würde ich sagen, killen wir diesen Affen. Die kriegen natürlich den ersten Zug, weil die Bestet haben, weil die Triton haben. Die manipulieren unsere Attack-Leiste, die bekommen Attack-Buff und Attack-Leiste. Und die haben Immunity. Deswegen ist Chilling sehr gut, weil die einfach so viele Buffs haben. Ja, ja, und sonst hätten die einfach warten können mit irgendeinem bestimmten Buff. Bitte stun nicht meinen Chilling, bitte nicht. Okay, gut. So, Affe macht Damage. Wie ein Pro. Holy shit, okay. Gehen wir mal hier drauf. Hat perfekt geklappt. Husas liebt nicht. Okay, er macht den Heal, warum auch immer. Das verwundert mich ehrlich gesagt ein bisschen. So, und dann kann er nicht so viel machen. Wenn wir Oblivion drauflegen. Nice! Und wir procken. Sehr gut. Affe ist tot. So. Als nächstes gehen wir, denke ich, auf Triton. Ja. Ja, wir arbeiten mal an Triton. Nice, Panda. Braucht er jetzt eigentlich gar nicht so dringend, aber kann ja nicht schaden. So, mit Emma strippen wir gleich vielleicht die Bastet. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht. Nee, okay, wir haben Silence drauf. Okay, wir können gar keinen strippen. Tessarion greift jetzt an mit dem ersten Skill. Gerade ein bisschen laggy, aber ich denke, das ist kein Problem. Seht ihr mal, wie gut Chilling ist, ja? Chao hat wenigstens in einem Kampf gescheint, in dem anderen hatten wir keine Chance, weil wir zu slow waren und so, aber... Ja, Chao ist auf jeden Fall ein cooles Monster für die Weltarena, aber ich sehe mich schon, dass ich den Leica weniger benutze als sonst Internet. Ohne Guy, danke. Das wäre schade, wenn man verliert, weil das Internet laggt. Das wäre sehr traurig. Yes! Okay. Das war der perfekte Abschluss von diesem Video. Okay, ich glaube, wir müssten momentan, was muss man erreichen für Rotstern? 1%. Ich denke, wir müssen erstmal 1700 erreichen und dann 1%. Also ich denke, so 1800, das wird nicht mehr vorkommen, weil ich zu wenig Zeit habe. Aber immerhin haben wir ein paar Punkte bekommen. Naja, kommen wir jetzt zur Frage des Tages. Hashtag FDT. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hashtag FDT von Bloody Rose. Lohnt es sich auch nach dem Patch noch Iris zum Sixter zu machen? Hab sie gezogen, mich zu Tode gefreut und ein paar Tage später kam die Info zum Patch. Aber wie immer ein tolles Video, Herz für dich. Ein Herz auch für dich. Ehrlich gesagt, ich finde es so schade mit Iris, genau wie mit Leica. Ich denke, es lohnt sich noch, sie zum Sixter zu machen. Nur, sie ist nicht mehr so gut wie vorher. Also ich denke, in so Speed-Kill-Teams ist sie auf jeden Fall nicht mehr... also für die Teams ist sie nicht mehr so gut, weil man sich nicht so auf sie verlassen kann. Aber vielleicht... Ja, mit Bruisern, also mit Monstern, die sehr viel AP haben. Mit Tanks quasi. Kann man sie in langen Kämpfen, denke ich, noch gut verwenden, weil sie einfach auf Qual mit ihrem ersten Skill auf Revenge sehr oft stunnen kann und dann immer noch die Chance hat zu strippen, nicht mehr so zuverlässig wie vorher, aber für längere Kämpfe ist sie auf jeden Fall gut. Also ich denke, im Gildenkampf kann man Iris trotzdem noch gut verwenden, vielleicht mit einem Molong und einem Retech, irgendwie sowas als Beispiel. Ist jetzt nicht das beste Team, aber mit Monstern, die sehr viel AP haben, längere Kämpfe... passt das, oder vielleicht auch mit einer Beta oder einem Booster zusammen, irgendwie ein sicheres Team und den Gegner macht man dann nach und nach kaputt und strippt die dann jeden Turn und stunt die und so weiter und so fort. Man kann sich halt nicht mehr so komplett drauf verlassen, aber sie ist nicht komplett schlecht geworden und unbrauchbar, aber sie ist halt nicht mehr so beliebt in der Weltarena, denke ich. Naja, ich hoffe, euch hat's gefallen, wir sehen uns im nächsten Sonos War Video wieder. Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.